Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Pokémon in der Smaragd-Edition. Wir befinden uns hier in Meteoros City und haben beim letzten Mal unseren ersten Orden ergattert. Und naja, jetzt geht's für uns erstmal nach Norden. Da ist nämlich noch eine Route, wo wir halt nicht so viel machen können, aber da gibt's immer noch ein Item für uns. Das ist die Route 115. Da kommen wir leider nicht hin. Noch nicht. Es ist mehr so eine Art Rückweg. Aber hey, hier liegt immer ein Supertruck. So, dann können wir uns die Route jetzt endlich vornehmen. Hi. Oh, du bist das. Du bist der großartige Trainer, der mir in Blütenburg weit geholfen hat. Hilf mir, Team Aqua hat mich ausgeraubt. Ich muss die Devil-Waren zurückbekommen. Wenn ich sie nicht bekomme, dann habe ich ein riesiges Problem. Da mal los. Hi. Einen Kader. Da können wir verflüchten. Hi. Ein Macholo. Welch exotisches Pokémon. Nehmen wir Meister Schneider. Und betreibe dich. Das tut weh. Oh, das hat weniger Schaden gemacht, als ich dachte. War trotzdem gemein. Ja, Wispy braucht jetzt auch dringend Verband. Ich gebe dir einfach zwei Bären. Oh, nicht dir. So. Schon besser. Nichts passiert. Die hat, glaube ich, Merrill, also sollten wir da ziemlich gut durchkommen. Ah ne, sie hat einen Knilz. Also sollten wir trotzdem gut durchkommen. Ich weiß gar nicht, sind Pflanzen-Pokémon gegen Spurenwild immun? Ich glaube nicht. Na, Gott sei Dank sind wir dazu durchgekommen. Ich meine, irgendwer hier auf der Route hat einen Merrill. Ein Pfiffchen. So, die zwei hier sind auch wieder umgestellt worden. Oder die drei vielmehr für den Doppelkampf. Aber weil der eine Wanderer unten gerade weggeguckt hat, ist es nur ein Einzelkampf. Ich glaube, das Feature wurde danach auch nie wieder benutzt. Ich finde es auch eigentlich total dämlich. Ich mache sowieso im Story-Modus lieber Einzelkämpfe. Ich meine, ich mag generell Einzelkämpfe lieber. Na, bei der Turze bleiben wir auch mal. Lace hat zwar Schnabel, was effektiv dagegen wäre, aber die haben bestimmt auch eine Wasserattacke. Oh, nice. Ich weiß nicht, wie man Luturze und Samurze miteinander vergleicht. Finde ich, ist Luturze und die Entwicklungsreise eigentlich sowieso besser. Erstmal bessere Typenkombination. Pflanzwasser. Oh, naja, ich glaube nicht, dass Luturze dieses Angriffsproblem hat, das Samurze hat. Hi. Oh, mit dem Kleinstein werden wir spielen fertig. Sag ich doch. Aber ich finde, Kleinstein sieht hier irgendwie seltsam aus. Irgendwie hat das so eine seltsame Farbe. Das ist irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes, ne? Hi.
Und noch ein Kleinstein. Kein Problem. Und noch ein Kleinstein. So. So, bevor wir da lang weitergehen, hier gibt es noch ein paar Trainer und die wollen, glaube ich, alle Doppelkämpfe machen. Meine Güte. Hier haben sie aber umgeräumt. Hier stehen sonst immer nur so zwei, drei Trainer und nicht so viele. Hier will man dieses Doppelkampf-Feature echt mal ausleben, wa? Naja, kümmern wir uns um die. Wie gesagt, Schnabel ist die einzig effektive Attacke, die wir auf Luturzel haben. Und ich möchte, dass das Luturzel schnell besiegt ist. Das ist meiner Meinung nach die größere Bedrohung. Oh, schön. Und noch ein Pfiffchen. Meine Güte, der Typ hat voll die Kampfschwäche. So, das war Luturzel. Das kommt nicht mit einer Wasserattacke an. Tja, ich würde mal sagen, wir kämpfen uns jetzt mit Doppelkick durch. Ist Mispy schneller als Blaze? Erstaunlich. Kann ich mit dem anderen Treffer von Doppelkick nicht das Zickzacks treffen? Dann wären wir nämlich durch. So, die zwei waren jetzt nicht so das Problem. Ah, das gibt gut Geld. Du bist bei 31. Oh, 25. Ja gut, das ist ein kleiner Unterschied. Also auf den restlichen Werten, außer KP, ist Blaze trotzdem besser. Naja. Nehmen wir mal aus den Trank hier. Oh, die Pflanzen da sind schon nicht mehr pflückbar. Das ist schade, müssen wir später vorbeikommen und die abholen. Ich sag doch, hier auf der Route gibt's einen Merrill. Ich hab's gewusst. Der hätte doch mehr aus, als ich dachte. Geht doch. Mal gucken, ob wir noch irgendwas von den Bären retten können. Ja, es sind nur die einen. Okay, das geht ja noch. So, was haben wir hier? Drei Sanabellen. Ach, die sehen so aus. Na dann. Ich dachte, die Büsche sehen anders aus. Nimm ich. Ich war schon ganz entsetzt. Ich finde, die sehen jetzt nicht so unbedingt aus, als wenn die Dinger blühen. Also, Alter, ich will noch einen Schritt gehen. Ich will noch die Sanabellen.
Eins sind es ja Sananabern, aber die zweite Silbe spare ich mir mal. Und ein Äther. Gut, dann können wir jetzt ja weitermachen. Ist hier oben noch was? Ja, hier ist noch was. Ein X-Spezial. Oh, was mache ich nur? Peko und ich waren auf einem Spaziergang und da kam so ein Schlägertyp. Der Schurke hat mir meinen Liebling Peko geklaut. Peko! Wir gehen da mal Peko retten. Und sammeln den Ball-Pokéball ein. Was? Du willst gegen uns antreten? Dann hol dir eine Trachtprügel. Komm mal her. Man sollte sie alle Kiel holen. Das als Geisel genommene Pokémon hat sich als völlig wertlos erwiesen. Dafür habe ich nur einen Fluchtweg in diesen Tunnel nach nirgendwo gegraben. Hey du, forderst du mich einfach heraus? Ja. Und es wird dir nicht gefallen. Nein, nimm mal Kugelsaat. Ich glaube, das ist noch unsere stärkste Attacke. Ich meine, gut, man muss schon ziemlich tief hinabsinken, damit Kugelsaat die stärkste Attacke ist, aber... Ich meine, ist es eine Attacke? Und so läuft eine vielversprechende Karriere, kriminelle Karriere in eine Sackgasse. Was denn des Wortes? Das ist einfach nicht fair. Der Boss hat doch gesagt, der Job sei ein wahres Kinderspiel. Alles, was ich zu tun hatte, war, ein Paket von Devin zu stehlen. Wenn du es so dringend wiederhaben willst, dann nimm es halt. Danke. Peko, ich bin froh, dass du unversehrt wieder bei mir bist. Peko verdankt dir ihr Leben. Man nennt mich Mr. Brack. Und du bist? Ich bin Sefi. Ah, du bist also Sefi. Ich danke dir von ganzem Herzen. Wenn du irgendein Problem hast, zögere nicht, mich um Hilfe zu bitten. Ich wohne in einem kleinen Haus am Meer in der Nähe des Blütenburgwalds. Komm, Peko, wir sollten uns auf den Heimweg machen. Tja, und da geht's nicht weiter. Ich habe hier übrigens mal einen Scheinflurmel gefangen. Das ist aber schon Ewigkeit, ne? Da waren... Ich glaube, das war sogar in der Rubin-Edition. Da, habe ich, glaube ich, mal wieder neu angefangen. Bin dann hier so reingegangen. Und Shiny Flurmel hat ja dieses Orange, was Flurmel hat, ist bei Shiny Flurmel halt grün. Und ich habe halt nicht diese Funkel-Animation gesehen, weil ich kurz weggeguckt habe und dachte so, hä, warum hat das Teil denn grüne Ohren? Das Teil habe ich, glaube ich, immer noch irgendwo rumfliegen. Was sowas angeht, ich bin ja eine richtige Pokémon-Horterin. Ich habe noch so ziemlich seit meinem ersten Feuer-Rot-Spielstand alle Pokémon, die ich dann gefangen habe, seitdem. Na gut, nicht unbedingt alle, aber halt viele noch. Und weil ich mehrmals auf den Editionen den Pokédex voll gemacht habe, habe ich auch gerne mal so, keine Ahnung, momentan auf Pokémon Home irgendwie so 4 Machomais rumfliegen, die sich dann irgendwie angesammelt haben, als ich dann nach und nach alles übertragen habe. Und irgendwann saß ich da, ho, 4 Machomais. Hi. Ach ja, übrigens, ich hab dein Paket wieder. Und, wie sieht es aus? Die Dörfer waren? Du hast es geschafft. Du hast sie zurückbekommen. Du bist wirklich ein großer Trainer. Ich weiß, zum Dank werde ich dir einen weiteren Superball schenken. Danke. Bitte entschuldige. Würdest du mir bitte folgen? Gehen wir denn jetzt hin? Dies ist die zweite Etage der Devon Corporation. Hier befindet sich das Büro des Präsidenten. Ja, ich kann dir gar nicht sagen, wie dankbar ich für deine Taten bin. Das Paket, das du uns zurückgebracht hast, darf ich dich bitten, es zur Werft in Gravipot City zu bringen? Es wäre fürchterlich, wenn es dem erneut in die Hände fallen würde. Kann ich auch dieses Mal wieder mit dir rechnen? Ach, da fällt mir ein. Würdest du mich einen Moment entschuldigen? Unser Präsident würde gerne kurz mit dir sprechen. Komm bitte mit mir.
Bitte hier entlang. Ich bin Mr. Trump, der Präsident der Devon Corporation. Ich muss etwas mit dir besprechen. Du hast unseren Mitarbeitern nicht nur einmal, sondern zweimal aus der Klemme geholfen. Du bist so außergewöhnlich, dass ich dich gerne um einen Gefallen bitten möchte. Ich weiß, dass du ein Paket zur... Werft in Gravityport City bringen willst. Könntest du auf dem Weg nicht auch in Fausto Hafen Halt machen? Und Troy in Fausto Hafen einen Brief von mir überbringen? Schön, dass man mich da überhaupt nicht nach der Meinung fragt. Nun, du solltest wissen, dass ich ein einflussreicher Präsident bin. Und daher würde ich auch nie um einen Gefallen bitten, ohne eine Gegenleistung zu erbringen. Deshalb möchte ich dir dies hier geben. Eine Pokénav. Dieses Gerät. Es ist ein Pokémon-Navigator oder kurz ein Pokénav. Ein unentbehrliches Hilfsmittel für jeden Trainer auf Abenteuerreise. Er enthält die Karte von Höhen. So kannst du ganz leicht herausfinden, wo die Orte Fausto Hafen und Gravityport City liegen. Ich habe übrigens gehört, dass zwei fiese Kriminelle, Magma und Aqua, heißen sie glaube ich, überall nur Ärger verbreiten. Vielleicht solltest du eine Pause einlegen, bevor du dich wieder auf den Weg machst. Ach danke, du hältst mein Team, wie nett. Nun Sefi, sei vorsichtig und pass auf dich auf. Und damit haben wir den Pokénav. Ein nützliches Tool wird noch nützlicher als es ist. Aber momentan haben wir erstmal nur die Karte. Und von Höhen, und zwar ganz. Und mit Zoom-Funktion. Die Zoom-Funktion sagt uns übrigens auch was, zeigt uns erstmal so eine Minikarte und zeigt uns halt an, was da so für Ortschaften sind. Was ziemlich praktisch ist. Bei Routen geht das leider nicht, aber immerhin für Orte ist das schon ziemlich nützlich. Das ist schon ganz cool. Hier haben wir dann auch Zustand. Das ist mehr für Pokémon-Wettbewerbe gedacht, weil man da halt die Faktoren seiner Pokémon sehen kann. Was in Smaragd ja ziemlich runtergeändert wurde. Früher gab es Wettbewerbshallen in mehreren Orten. Jetzt gibt es, glaube ich, nur noch eine einzige. Und der Rest wurde gegen Kampfattraktionen ausgetauscht. Aber naja, ich schweife ab. Der Pokénav kriegt später noch eine neue Funktion, mit der wir Rematches gegen Trainer machen können. Was ziemlich praktisch ist. Vor allem, wenn man nochmal trainieren will. So, Pokémon Center können wir uns sparen. Da waren wir nicht. Entschuldigung. Ich habe neues Zubehör für den Pokénav entwickelt. Und es funktioniert großartig. Zeig's mir deinen Pokénav, Sefi, den du von unserem Präsidenten bekommen hast. Ja, bitteschön, Sefi. Ich habe deinen Pokénav mit dem sogenannten Trainerruf ausgestattet. Trage deine Freunde und andere Personen das Verzeichnis an. Dann kannst du mit ihnen reden. Du solltest auch unseren Präsidenten Trump eintragen, Sefi. Probier's mal aus. Ruf unseren Präsidenten an. Ich muss das jetzt tatsächlich machen, wa? Naja, jetzt ist die Funktion auch verfügbar. Oh, Sefi. Da du mich erreicht hast, scheint der Pokénav zu funktionieren. Andere werden sich ebenfalls bei dir eintragen lassen, also versuch diese auch zu erreichen. Gut, gut. Du machst ein glückliches Gesicht. Woher ich das weiß? Ah, weil ich am Fenster stehe und zu dir runterschaue. Haha, bis bald mal. Mach's gut. Ich wollte gerade sagen. Jetzt muss ich aber weiterarbeiten. Pass auf dich auf, Sefi. Keine Sorge, ist fertig. Wie gesagt, Pokémon Center können wir uns schenken. Hallo, Brix. Oh, hey, Sefi. Dein Pokénav besitzt die Trainer-Ruffunktion. Cool. Wir tragen uns gegenseitig ein. Dann können wir jederzeit miteinander reden. Oh, na toll, wenn du unbedingt willst. Ich habe Mr. Brack im Blütenburgwald gesehen, Sefi. Ich wette, er ist auf dem Weg zu seiner Hütte am Meer. Und wie sieht's mit deinem Pokédex aus? Meiner ist eine Wucht. Zeig mir, wie gut du geworden bist. Ich werde dich jetzt testen. Nach mir aus. Ich weiß, du bist gerade erst ein Trainer geworden, aber ich werde mich nicht zurückhalten. Oh, fängt mit Schneckmark an. Wow, damit hätte ich nicht gerechnet. Naja, Hydrupi kriegen wir auch fertig. Ist ja noch nicht mal entwickelt. So, eine Kugelsaat für. Also, bis jetzt macht Kugelsaat einen ziemlich guten Job. Läuft besser als erwartet.
Blöderweise ist das die einzige Pflanzenattacke, die Wispy erstmal lernen wird. Hm, du bist sehr gut. Dankeschön. Kennst du eigentlich Mr. Brack? Den Typ, den ich getroffen habe? Er ist gerade erst hierher gezogen. Ich meine, du bist gerade erst hierher gezogen, daher weißt du es vielleicht noch nicht. Aber Mr. Brack war mal Seefahrer. Ja, wir haben nämlich ein Problem, was in der Story jetzt gerade nicht unbedingt angeschnitten worden ist, wo man ein bisschen selber drauf kommen muss. Fausterhafen ist hier auf der anderen Seite des Meeres. Und das Einzige, was das Spiel einen gerade so in die Richtung wirft, ist, hey, hier, Mr. Brack, der war mal Seefahrer. Wobei ich sagen muss, jetzt so, ich glaube, Omega Rubin und Alpha Saphir haben das auch abgeändert, dass sie gesagt haben, hey, geh mal zu dem, der bringt dich rüber. Das liest man jetzt nicht so unbedingt raus, wenn ich ehrlich sein soll. Vor allem am Anfang, wo du dieses Jahr geh dahin und geh dahin noch gewohnt bist. Wo du einfach nur stumpf hinterherlaufen musst. Was ich ziemlich doof finde. Hey, willst du kämpfen? Du guckst dich so um. Hm? Oh, du hast ein Pokéler verhalten. Ich werde mich sofort eintragen. Schließlich habe ich sehr viel Geld. Sehr schön. Nur, die sind noch nicht so weit. Die habe ich aber schon vorhin noch gegossen. Muss ich später nochmal wiederkommen. Ich möchte nicht, dass wir die Bären da verschwenden. Ein Pfiffchen. Ah, reicht das für ein Level Up? Reicht, sehr schön. Nehme ich mit, wir lernen Muggelhieb. Muggelhieb ist eigentlich, ist eine Angriffsattacke, aber auch ziemlich schwach. Ich glaube, da behalte ich lieber Naturkraft noch. Oh, ist hier nicht ein Item? Ich wollte gerade sagen, hier ist doch ein Item. Hübsch, das ist der Orden der Arena Metahaus City. Du siehst hier ein Trainer aus. Da musst du dieses Item ausprobieren. Eine Wundersaat. Wundersaat erhöht die Stärke von Pflanzenattacken, was wir sehr gut gebrauchen können. Geben. Oh, da ist doch bestimmt noch ein Item. Da. Ein Superball. Was haben wir hier? Ein X-Angriff. Naja. Kann man immerhin verkaufen. Da liegt doch auch noch bestimmt ein Item. Noch ein Mini-Pilz. Und hier haben wir ein Waumpel. Oh, ein Knilz. Oh, ich mag Knilz ja voll gerne. Aber wir haben mit Blaze schon ein Kampf-Pokémon. Und wenn Knilz sich zu Karpels weiterentwickelt, kriegt es auch den Kampftyp. Ist ein bisschen zu viel Kampftyp für meinen Geschmack. Guten Tag. Warte, Mädchen. Immer langsam, Peko. Hm? Du bist Sefi. Du hast mein Liebling Peko gerettet. Wir verdanken dir sehr viel. Wie bitte? Du möchtest mit mir segeln? Hm, du musst einen Brief in Fausterhafen und ein Paket in Graffiport City abgeben? Du bist aber gut beschäftigt. Aber deine Bitte ist überhaupt kein Problem für mich. Bei mir bist du richtig. Wir setzen Segel Richtung Fausterhafen. Okay. Alles klar. Also ich meine, auf nach Fausterhafen. Anker gelichtet, Peko. Wir setzen Segel, mein Liebling. So, dann haben wir die Überfahrt auch schon mal geklärt. Was ich witzig finde, dass du hier noch mit dem Schiff langfährst und hier später langsurfen kannst. Hier sind nämlich jede Menge Trainer noch. Wie man sieht. Oh, Sefi. Wo bist du gerade? Es hört sich an, als sei es dort sehr windig. Ich habe von Mr. Trump von Devil erfahren, dass du ein besonderer Pokéler hast. Daher rufe ich dich an. Du hörst dich an, als ginge es dir gut. Dann bin ich beruhigt. Pass auf dich auf. Naja, diese Zusatzfunktion, dass man Trainer anrufen kann und diese einen auch anrufen, ist übrigens in Smaragd neu dazugekommen. Das ging vorher nicht.
Ahoi! Wir haben im Fausthafen Anker geworfen. Ich vermute, du wirst diesen Brief jetzt diesem Troy bringen? Na, erstmal sehen wir uns doch ein bisschen hier um. Hier gibt's nämlich ein paar gute Sachen zu ergattern. Wirf mein Auge hierauf. Das ist ein Seidenschal. Das ist der letzte Schrei in der Mode. Yeah! Und deine Augenblitzen. Du magst meinen Stil, nicht wahr? Du machst mir eine Freude. Hier, ich möchte dir das hier schenken. Und damit haben wir einen Seidenschal erhalten. Hi. Das ist ein berühmter Angelplatz. Hast du Lust, Angel? Klar. Ich habe dir genau zugehört und mir gefällt, was du gesagt hast. Ich werde dir eine meiner Angeln geben. Yay, wir haben eine Angel. Und als kleine Zugabe gebe ich dir noch einige Tipps zum Angeln. Schau dir zuerst das Wasser an und dann benutze deine Angel. Konzentriere dich. Wenn etwas anbeißt, hol die Angel ein. Manchmal kannst du mit einmal etwas Großes fangen. Manchmal musst du mal wieder kurz die Angel anheben, um etwas an Land zu ziehen. Naja, Angeln. Zumindest die normale Angel an sich ist eigentlich total nutzlos, weil man damit nur Karpadore fängt. Diese Angel ist aber tatsächlich, naja gut, Angel, also die normale Angel allgemein in Höhlen, ist noch relativ nützlich, wenn man noch sowas wie Goldini oder Tentacher mit an Bord ziehen oder an Land ziehen kann. Ich glaube tatsächlich, ich möchte mir einen Tentacher fangen. Da wir schon mal die Gelegenheit dafür haben. Und naja, wir brauchen im Wasser Pokémon auf kurz oder lang. Irgendwas muss Surfer einsetzen. Oh, verdammt. Und naja, gute Wasser-Pokémon gibt's eh erst später. So, nach dem 4. Orden. Oder nach dem 5. Orden sogar. Was ziemlich spät ist, weil wir jetzt nach dem 5. Orden Surfer einsetzen können. Und noch ein Karpador. Aber ein Problem, das Centara haben wird, es lernt ziemlich wenig Wasserattacken. Was nicht schlimm ist, weil ein Surfer kann, aber es lernt, glaube ich, bis zum Surfer lernt es, glaube ich, nur Blubstrahl auf einem relativ späten Level. Das heißt, wir werden ein Wasser-Pokémon haben, das keine Wasserattacke hat. Liebe ich. Und da haben wir auch schon eins. Was ist eigentlich unsere Naturkraft hier? Ups. Das auch geklärt. Das war unvorteilhaft. Ich dachte, das wäre irgendwas Schwächeres, aber hey. Es gibt hier noch ein paar Angler, die hier auf dem Strand sind. Die können wir dann alle schön mit Erdbeben platt machen. Und wir haben Naturkraft, glaube ich, öfter, als wir Erdbeben hätten. Das ist schon ziemlich cool. Vor allem so weit am Anfang, wo, naja, alle Pokémon ziemlich schwach sind. Und das ist immer noch 6 und weiblich. Wir haben noch kein Weibchen. Jetzt stellt sich aber wieder die Frage, wie schwach ist. Ich werde einfach einen Ball. Es ist ja noch 6. Au. Ach, es bleibt nicht drin, das ist doof. Ja, das hatte ich vermutet. Wir können den Superball werfen, da könnte es drin bleiben. Und seien wir doch mal ehrlich, Superbälle sehen fast aus wie Tentara. Geht doch. Tentacha, das Qualm-Pokémon. Sein Körper besteht nahezu komplett aus Wasser. Es umschlingt seine Gegner mit seinen langen Tentakeln und injiziert anschließend sein Gift. Klingt gefährlich. Bin ja nicht durch. Ich nenne dich Seewespe. Nach der Quallenart. Ist das eine Quallenart? Ich glaube, es ist eine Quallenart. Seewespe. Dann schauen wir mal, was du so kannst.
Du bist Solo. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Es lässt unseren geliebten Spezialangriff in Ruhe, den wir als Wasser-Pokémon brauchen. Boostet einen Angriff, den wir für Giftattacken einsetzen können. Und unsere Verteidigung, naja, brauchen wir eh nicht. Und wir können Giftstachel. Ach, ich scheine ein Herz für Pokémon mit schlechten Attacken zu haben, wa? Aber gut, ich würde sagen, wir machen an der Stelle eine klitzekleine Pause. Ich gehe jetzt Seewespe trainieren und, naja, Wispy erstmal heilen. Dann haben wir schon 3 Pokémon im Team. Ich verabschiede mich jetzt erstmal an dieser Stelle. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Verabschiede mich wie immer mit einem Ciao.